Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Remo World Return to Hack. Wir machen weiter mit dieser kristalligen kollabierten Höhle. Sie ist bereits kollabiert oder wird kollabiert sein, nachdem die Remo sich da durchgefleddert, gefluddert hat. Die Flodders, vielleicht sind die Flodders auch hier oder flabber, flotterhaftig, war auf jeden Fall die Vorbereitung für diese Folge. Mittlerweile ist es 20.40 Uhr und Katze war drin, Katze wollte raus, dann doch nicht und ja, und Tür zu und auf und zu und ja, das ist hier immer nach 8 Uhr ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, meine Damen und Herren. Aber Marco, ich bin keine Dame und ich bin auch kein Herr, ich bin irgendwas dazwischen, davor, da drüber. Ach, halt die Fresse und geh dich einweisen, du dummes Stück Scheiße, mal ganz ehrlich, ey. Geht mir ja nicht auf den Sack mit dem Shit und seid lieber zufrieden, dass ihr, ja, das eine oder das andere seid. Findet euch damit ab, ist halt so. Ja, ist tatsächlich seit einigen Jahrtausenden so und bisher hat sich noch keiner beschwert, okay, von daher. Oh, gut, dass das nicht irgendwie so ein richtig Hardcore-mäßiges 3D-Spiel ist oder, ja, irgendeine komische Art von Troll. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das für eine Sirene ist, die ich da im Hintergrund höre. Und jetzt musste ich feststellen, dass da draußen dieses Alarmdings von dem Auto angegangen ist. Ja, 12.40 Uhr, meine Freunde. Nicht nur hier, sondern auch draußen ist es ziemlich Allahu Akbar. Das Level zog wieder an mir vorbei wie meine Jugend. Und dementsprechend geben wir dem Ganzen wieder mal eine 5. Secret Exit gab es nicht, aber es geht ab in die steinigen Höhlen. Ja, nachdem die Kristallen, die aussahen wie Steine, kollabiert sind, kriegen wir jetzt die Steine, die vielleicht aussehen wie Kristalle, die jetzt kollabieren. Oh, 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 okay, okay. Okay, okay, okay. So wird zu spielen, alles klar. Das werde ich mir mal direkt vermerken für meinen fantastischen Zettel. Na, Katze, ja. Ich hab's versucht, ja. Jetzt, hast du gelitten, würde ich mal sagen. Meine Fresse, ey. Naja, lass uns mal nicht weiter darüber reden und mal schauen. Ja, auch nett, ne? Ist mal auch mal wieder was anderes. Man spürt die Höhle. Es ist alles ein bisschen enger. Da, na, habe ich jetzt was gekonnt. Oh, warte. Das ist natürlich doof. Da muss man ein bisschen Anlauf nehmen. Weiß vielleicht auch nicht unbedingt jeder. Oh, da. Nein! Weil ich. Ey, es war offensichtlich, was ich vorhatte, ne? Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Trottelig. Ja, man möchte dann natürlich einfach richtig abspringen, damit man den Speed und so weiter hat. Das war ja jetzt auch nicht nebenan der. Oh, ich hab's schon wieder. Mir ist schon wieder passiert. Das war jetzt auch nicht unbedingt nebenan der Sprungi. Da, ich finde schon, da. Ich denke, dass man sich da minimal Mühe geben muss und dann, ui, passiert einfach sowas. Okay, und das war natürlich wieder sehr, sehr weit im Level drin, was das Ganze natürlich ein bisschen unangenehmer macht. Okay, ich muss den feuern, weil das Ding ist, dass er, ich weiß ja nicht, wie er eingestellt ist, aber die Bastarde kommen ja irgendwann wieder zu Sinnen und da habe ich ja natürlich absolut keinen Bock drauf, dann. Oh. Jetzt dachte ich gerade kurzzeitig, dass er sterben könnte. Warte mal, das geht doch so. Ja. Vielleicht ein bisschen überreagiert von mir. Aber es hätte bestimmt sehr, sehr cool ausgesehen. Von daher. Warte. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, da geht's rein. Ah, ein Leben, okay. Ja, ich meine, was hätte es. Ah, schade. Sonst sein soll eine fucking Ranke oder so. Beweg dich schneller. Oh, so viel unnötiger Schaden. Wow, einfach mal rüber geschlepperlied. Okay, da habe ich keinen Bock zu warten auf euch Bastarde. Ja, bastardenhaftig haben wir jetzt auch das Level hier abgeschlossen. War okay, ne? Wie gesagt, Design war nicht schlecht. So dieses enge, dieses hin und her gelaufe da, diese engen Gänge. Ja, ich würde dem Ganzen 7 tatsächlich geben, ja. Weil wir auch
noch nicht so viele Höhenlevel dieser Art hatten. Der kristallige Weg. Ja, ich weiß nicht. Nachdem alles kollabiert ist, ja, eventuell. Ihr wisst ja, selbst aus den heftigsten Scherben lässt sich ein neuer Weg gestalten. Und das ist auch nett. Hatten wir auch so, habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Diese Texturen. Ah, mein Gott, jetzt dachte ich gerade. Ist doch bestimmt noch irgendwas drin, ne? Wow, es hat sogar funktioniert. Ich dachte jetzt, ich hätte eine. Okay. Eine Feuerblume. Habe ich jetzt hier auch leider nicht rausgekriegt. Musik passt auch, wie ich finde. Hat sowas. Leicht gefährlich. Mysteriöse, kratzige, so. Hier passiert auf jeden Fall eine Menge Action. Und ja, vielleicht sollen das auch tatsächlich diese Kristallscherben sein, die hier jetzt einen neuen Weg offenbart haben. Übrigens, sorry, wenn ich abgefuckt klinge. Habe ich ja natürlich auch schon einige Mal in meinen Videos gesagt. Das ist jetzt die fünfte Folge, ne? Wir wollen ja auch dieses Training, dieses Let's Play hier optimal nutzen und eben halt nicht so lange Pause machen zwischen den Parts. Von daher mache ich das jetzt einfach mal so. So, du stirbst auch. Überall sind sie jetzt mittlerweile, die leben. Ja, so ein, ganz ehrlich, so ein Pilz freut mich irgendwie ein bisschen mehr. Weil der Pilz, der sorgt halt dafür, dass ich einen gut habe, ja. Da kann ich mich einmal treffen lassen, wenn man so ein Leben hat. Ja, okay, du kannst dann. Wow, das war extrem knapp. Du kannst natürlich dann das Level nochmal versuchen, aber du musst das dann eben halt nochmal spielen. Das ist ja nicht so nett. So. Welchen Zettel beschmattern wir denn heute? Huch. Sind beide tatsächlich voll? Okay. Nummer 56 kriegt, fand ich auch in Ordnung, eine 7, war nett, ne? Es hat natürlich alles Lakito-Cavern, hat natürlich alles noch ein bisschen Luft nach oben, ist ja ganz klar, aber ich finde so allmählich hier, also wir hatten lange keine verhältnismäßig hohen Punktzahlen mehr, von daher. Ja, ne? Da heißt ein Lakito-Schloss so, weil es einen Lakito hat. Und hier haben wir die Lakito-Höhlen wegen einem fucking ja, dumme Situation tatsächlich. Dumme Situation, um sich da den Pilz zu holen. Aber es blieb mir ja tatsächlich nichts anderes übrig. Von daher, klein ist nicht so fein. Ja. Oh nein... Der Pilz, er war sein. Drum lud ich meine Freundin ein, die sich begab in diese Höhle mit einem ordentlichen Satz, springte sie in die Amöben, in die trostlosig und Gefährlichkeit dieses dunklen, nassen Gesöcks und ihre Socken, ja, sie zog sie vorher aus, weil sie schlau war. Und dementsprechend ist sie jetzt trocken, ja. Also sie trinkt auch tatsächlich nicht mehr. Das steckt eine sehr, sehr tiefgründige Geschichte dahinter, ja. Vor 3 Jahren fing es an, nachdem der Opa gestorben ist und man sich nur noch mit Wodka zufrieden geben konnte, fing man an, Lara Croft-mäßig die Höhlen zu durchsuchen und sich die Socken auszuziehen. Und seitdem ging es ihr besser. Seitdem hat sie. Ja, wollte wieder nicht springen. Ja, seitdem hat sie kein Alkohol mehr angefasst, aber kann eben teilweise nicht mehr springen. Das hat sie ein bisschen betäubt, ne? Ihre Füßchen haben sich immer ernährt von dem guten, heißen Shit. Lieblingsmarke Gin Tonic, schätzungsweise. Ich habe keine Ahnung. Ist es überhaupt Alkohol? Bin mir nicht sicher. Und deswegen machen die Füßchen jetzt ein bisschen schlapp. Die müssen dann natürlich im besten Fall wieder irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Moment. Ja, die Füße müssen auf eigenen Beinen stehen. Das, lass das mal sacken.
Gut, sonst konnte man ihn immer nicht penetrieren. Dieses Mal kommt man noch gar nicht ran, ne? Da hat er dieses Mal besonders darauf geachtet, damit es nicht zu lächerlich wirkt. Okay, war dieses Level in meinen Augen lächerlich? Das ist lächerlich, dass er mich sogar bis nach dem Ziel verfolgen kann. Ey, wenn mir das jetzt Schaden zugefügt hätte, ne? Das wäre ja... Das wäre wahrscheinlich nicht bedacht, getestet gewesen von ihm. Ja... Also ich habe es schon bewusst wahrgenommen, aber dieses bewusste Unterfangen hat mir jetzt auch nicht so sehr Spaß gemacht, dass ich da wieder übermäßig viele Punkte vergeben würde. Aber es war jetzt auch nicht ultra nervig, von daher gebe ich mal wieder eine klassische 5. Schönes Lied, da drehe ich direkt mal ein bisschen auf. Oh, okay, das ist ja unglücklich, würde ich sagen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, weil das ein bisschen schwieriger zu erreichen ist, was denn jetzt da drin ist. Aber ich glaube, ich habe... Nee, okay, das geht noch. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Moment getriggert, wo zu viel Verkehr ist. Verkehr von beiden Seiten. Okay, das ist auch wieder eine nette Fusion. Höhle plus Geister. Ja, weil man ein Geisterhaus machen wollte, aber wie gesagt, man hat die Ravon-Gang, die war einfach bei ihm. Hat alles zu Tode gedisliked und jetzt wollten sie ein Geister-Level machen, aber halt irgendwie, wow. Schauen, dass es nicht auffällt, also haben sie es so gemacht. Nun gut. Dann gibt's für den Secret Exit erstmal einen fucking Strich. Power-Up Armory, okay. Da gucken wir natürlich gleich mal rein. Haunted Way, ja, ich meine Haunted ist natürlich gespensterisch wieder so ein bisschen, ne, das ist jetzt nicht so hundertprozentig kaschiert, wie ich finde. Ich meine, immer noch besser, als wenn er in die Titelbeschreibung schreibt, das ist kein Geisterhaus, ja, also, ja, das bei meinem Kaliber kann er sich das aber natürlich auch nicht leisten. Da würde ich mich ja provoziert von fühlen, wenn jemand tatsächlich ein Geisterhaus, ein Geisterlevel macht und hinschreibt, nein, Ravon, das ist kein Geisterlevel. Ja, ja, das ist auch kein brauner Boden, auf dem ich mich hier begebe. Und damit meine ich nicht, dass das irgendwas mit Hakenkreuzen zu tun hat. Ich rede tatsächlich hier von der Farbe. Tja, kunterbunt geht's... Ah, shit. Schätzungsweise nochmal mit diesem Level von vorne los. Weil, ja, ich wollte da einen Drehsprung aufmachen, aber... Die Hitbox ist auch nicht immer so, wie sie scheint. Aber das sah da, wo ich gelandet bin, das, ja, war vielleicht auch nicht ganz so gut. Meinerseits. Von daher... Ich nehme diesen Tod mal auf meine Kappe. Und das, obwohl ich gar... Ups, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Keine habe. Sondern natürlich eher ein... Ah, Schleifchen, ja, das ist... Das war... Okay, kurz einen Katzencheck mal. Ich höre es schon wieder. Da hat jemand draußen wahrscheinlich versucht, ein Auto aufzumachen. Hat nicht geklappt. Dann hat er die Zeit abgewartet, dass es zum nächsten gegangen ist. Die Alarmanlage schon wieder angegangen. Ein richtiger... Vollprofi, sage ich euch. Ja, ich habe doch ein Schleifchen. Da kann ich doch nicht den Tod auf meine Kappe nehmen. Aber ich glaube, Schleifchen tut's auch. Jetzt habe ich den schon wieder fast vergessen. Ja, er ist so weit oben und das ist auch alles so zugemüllt mit irgendeiner Scheiße. Ich schwöre, ich habe einen Drehsprung gemacht. Ich habe einen gemacht. Aber sie wollte nicht. Sie wollte einfach nicht. Zumal, das habe ich ja jetzt gerade gesehen. Da war ja auch sogar... Ein Geist auf der Weltkarte. Eieiei. Und seht ihr das? Seht ihr das? Kaum sind wir in einem geisterhaftigen Level, gibt es schon wieder Probleme. Das ist so absurd, ey. Was soll ich von der Musik halten? Haben die Spaß oder ist es eher so was Melancholisches? Sowas von wegen, ja, okay, ne? Die, ach, ich bin so kernbehindert. Die verlorenen Seen und so weiter. Immerhin ist das kein Einwegrohr. Also quasi verloren im Sinne von, die bewegen sich jetzt zu ihrem Untergang. So ein bisschen wie bei Disgaea, der Red Moon. Fehlt nur noch, dass der Soundtrack im Hintergrund ist. Oder ich interpretiere das falsch und das ist für die quasi der heiße Club-Scheiß. Jetzt geht's auch ein bisschen mehr ab im Lied. Ja, ja, das hört sich schon eher danach an. Das, was bis dato gerade lief, das klang eher so ein bisschen traurig, wie ich finde, aber so... Mann, ey, ist das ein Verkehr. Richtig nervig. Natürlich ganz, ganz viele Buhringe. Muss ja immer sein. Lalala. Noch einer.
Wow, das, jetzt nicht runterfallen. Das ist ein... Ach, ich kann mein Handy nicht ausmachen. Wieso denn nicht? Scheiß Wischi. Das ist ein Rentnerbus gewesen, sage ich euch. Ach, shit, ey. Ich ist einfach... Ja, dann kann ich auch durchlaufen, kurz vor Ende. Wie ich einfach von allen Seiten gemobbt wurde. Ja, gehe ich da jetzt wirklich drauf ein? Mache ich das jetzt? Es gab keine Rätsel. Okay, ich mach eine 4. Okay? Ich mach eine 4. Es war kein 100%iges Geisterhaus. Wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Als kamarischen Nebeneffekt kriege ich daher auch nur ein Leben. Das Spiel wollte mir eigentlich mehr geben, aber ja, das ist jetzt auch ein bisschen bockig, weil ich eine 4 gegeben habe. Aber okay, sei es drum, die Steinplattform, eine, mehrere, habe ich jetzt auf einer surfen oder so, bin ich jetzt erdbändiger. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal, was ist das für eine Hilfe, ey, den Effekt von dem Switch Palace. Oh, da habe ich, ein bisschen abgeräumt, würde ich sagen, ne? Wäre ja schon wieder so ein bisschen Bock durchzurasen, muss ich sagen. Ah, okay, okay. Tja. Secret Exit Frag. Ja. Da, das hat er nicht geschafft, darüber zu kommen. Das hier schaue ich mir doch definitiv mal. Oh yeah. Ja. Wirklich sehr, sehr schade, dass das hier automatisch gespeichert wird, nicht wahr? Lief das eigentlich auf Zeit? Nee, ne? Könnte ich alle einsammeln, aber ich führe ja ein sehr dekadentes Leben. Also lasse ich da noch ein bisschen was übrig für die nächste Spiel. Shit, jetzt hätte ich mir noch mal einen Pilz holen können. Ah! Ja, jetzt besonders. Also jetzt wäre es definitiv ein Pilz. Vorher wäre es ja eine Feuerblume gewesen. Oh, ich dachte, da unten war irgendwas. Nee, nee. Nur eine beschissene Yoshi-Coin. Zack, 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 zack. Das ist ja heftig gewesen. Und nochmal? Nochmal? Nee. Wo ist denn jetzt eigentlich hier diese steinernde Plattform, von denen jeder gesprochen hat? Man munkelte, friemelte und frömelte. Von Dorf zu Dorf ging das Gerücht, gingen die Sagen herum. Doch ohne etwas zu sagen, meinte das Level zu Ende zu sein. Und ich hab's nicht gemerkt. Irreführender Titel? War das Clickbait? Soll ich dafür Punkte abziehen? Hm. Ja, 5. Okay. Mich sollte man nicht irgendwo als Schiedsrichter einstellen oder so. Da hagelt's doch nur 5. Vor allem schon gar nicht in der Schule, ja. Da auch egal, was kommt. Egal, ob es ein perfekter Vortrag war oder nicht. Immer schön eine 5, würde ich sagen. Ja gut, da würde ich dann nur 3 geben natürlich, weil das dann einfach die Mitte ist. Ja, schön durchrasen hier. Schön in Raserei geraten. Ja, wenn man keinen Rasen zum Mähen hat, muss man halt anders in Raserei verfallen. Nein, ich sammle die Yoshi-Coin nicht ein. Ich glaube, das habe ich in den ersten 2, 3 Leveln gemacht und dann hat jetzt sich ja nicht wirklich gelohnt. Jetzt habe ich das schon wieder irgendwie. Ich höre ständig hier draußen irgendwelche komischen Geräusche, Mann. Es klang aber dieses Mal wie ein Huhn. Vielleicht war es auch die Heizung, die so gequietscht hat. Fucking Hühner an der Heizung. Ja, das gibt ordentliches Grillhähnchen, würde ich sagen, wer es mag. Ich mag ja, ich esse ja sehr, sehr wenig Fleisch, ne? Fast gar nicht, muss ich sagen. Schmeckt mir einfach nicht. Also, ganz, ganz früher habe ich schon nicht gemacht. Heutzutage, klar, macht man das ja oft aus Prinzip nicht. Also, ich habe hier und da mal so irgendwie so, jetzt weiß ich wieder nicht, wie es heißt, aber beispielsweise so eine Bratwurst oder irgendwie sowas, und manches hat mir dann aber auch irgendwann nicht mehr geschmeckt für einige Jahren, weil man dann diese Tiere im Hintergrund gesehen hat, im Hinterkopf hatte, weil man diese Tiere im Hintergrund gesehen hat. Kennt ihr diese Tage, wo ihr einfach, wow, da ist er aber hochgesprungen, wo ihr einfach so ein Stück Fleisch essen wollt und dann guckt ihr so aus dem Fenster und da stehen dann einfach Elefanten und Pferde und Ziegen. Ich denke mir mal so, kann ich nicht mal in Ruhe essen, ja. Nein, ich meine natürlich im Hinterkopf. Und
Ja, da hat es mir einfach nicht geschmeckt, aber grundsätzlich, Fleisch hat mir auch nie wirklich viel geschmeckt. Es ist einfach, ja, das sieht vor allem so in Trickfilmen und so weiter, das sieht immer so ultra lecker aus. Riecht auch gut, aber wenn ich dann so reinbeiße, entweder schmeckt's scheiße oder nach gar nichts. Ja, und es ist auch so trocken und so weiter. Ja, das ist einfach absolut tatsächlich nicht meins. Ja. Naja, so. Und, okay, ja, das ist eine schwierige Angelegenheit, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der Zauberer da immer kommt. Im besten Fall sollte man ihn dann natürlich penetrieren. Es, aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Und dieses ständige, ja, ich mache mal hier ein Safe-Save, weil ich habe ja jetzt eh 5 Leben. Dieses ständige Gelade geht mir auch so auf den Sack. Ja, aber gut, dann kann ich hier nochmal so ein bisschen durchrasen. Ja, weißt du, such dir doch einen anderen Scheißort, wo du dich einkrümeln kannst, du dämlicher Igel für Hartz-IV-Empfänger. So ein hässlicher Igel, ja. Früh ist es schon öfter mal passiert, nicht nur bei Igeln, sondern auch bei Katzen und so weiter. Bei Vögeln vor allem auch. Mittlerweile können die Dinger ja gar nicht mehr fliegen. Da müssen wir ständig darauf aufpassen, dass wir die nicht überfahren. Und da laden wirklich wie so ein Igel-Zebrastreifen ist es dann manchmal. Da warten wir dann wirklich, bis die da rüber gekrabbelt sind. Aber ganz ehrlich, die hässliche Missgeburt da von Skelettos, die hätte ich überfahren. So hässlich und bietet sich ja förmlich an, ey. Schmeckt bestimmt auch richtig ekelhaft. Mein Gott, ey. Ja, komm schnell, das ist aber auch... Der hat eine Gesch... Nee. Der hat eine Geschwindigkeit auf Lager. What the f... Ja. Geil. Geil, ja. Da wäre ich ja sogar fast noch reingesprungen. Ist das jetzt vielleicht... Das würde sich anbieten, wenn das jetzt der Boss wäre. Kommt da jetzt ein Boss? Erstmal ein Checkpoint könnte ich mir... Ach, nee. Naja, ist halt wieder ein Schloss, ne? Da müssen wir... Kommt da was von oben? Nee. Muss das Level wieder 35 Jahre gehen, habe ich gehört. Rüber. Okay, das ist sehr, sehr kurz. Verhältnismäßig, vergleichsweise. Oh, der war sehr lang, okay. So, dann schnell darüber. Ja, ja. Die Länge macht's wieder. Die Länge macht's definitiv. Boah, guck dir mal das Timing an. Da wartest du auf die... Okay, du musst... Musst da vorzeitig springen. Wenn du darauf wartest, dass die Kugel hinter dir ist, kommt schon wieder der nächste Shit raus. Okay, das war... Der zweite Part war ziemlich behindert, muss ich sagen. Ist der Level... Ist der auch behindert, der Boss? Oh, schon wieder so einer. Das Thema hatten wir doch schon, ey. Okay, und wie... Wieso macht der dir... Ach so, okay. Kein Schaden, wollte ich sagen. So einer ist das. Das ist geil. Das ist wirklich geil, wenn der einfach direkt aufsteht und dir Schaden macht, die direkt wieder ins Gesicht springt. Wieso kamen denn da jetzt 3? Das ist so unnötig, Mann. Immerhin gibt es hier ordentliche Power-Ups. Ja? Da kann man sich ja... Nicht mehr klar. Wollen mal schauen. Alter, hör auf zu laggen, Alter. Ob man den so umböllern kann, aber das wäre ja zu einfach. Okay, einfach reinrennen, nicht werfen. Ja, ne, man... Ach, da hatte ich auch noch einen Pilz. Man will es einfach hinter sich bringen. Es sind wirklich selbst erstellte Bosse. Oder, ja, also nicht im Sinne von, dass er das gemacht hat. Das Thema hatten wir schon. Selbst erstellte Bosse von anderen. Oh, hier ist trotzdem nur ein Pilz drin. Okay, leider gibt es keine doppelte Feder. Da kann ich wirklich... Oh, wow. Drauf verzichten. So, weil er auch... Er ist einfach... Viel zu schnell. Schalt mal einen Gang runter, dann... Würde das Ganze schon anders... Also, ja, guck, ne, das hatten wir ja vorhin auch. Weil er dann in seine... Kacksprung-Animation... Genau, ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass es kommt. Boah. Ach, man kennt sie ja glücklicherweise mittlerweile.
Ah, was es nicht unbedingt spaßiger macht. Man ist minimal weniger gefrustet, würde ich sagen. Okay. 5. So. Bei der Animation bin ich mir nicht sicher, ob die damals auch so war. Ernsthaft, das war bereits das siebte Schloss. Wo zur Hölle ist diese Bowser-Abteilung? Ich hab langsam echt mal mehr keinen Bock auf diesen ganzen Wirrwarr hier. Okay, das sieht verbuggt aus unten rechts. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ich wollte da ja rein, aber dann sind wir da tatsächlich rausgekommen. Was sagt denn jetzt meine Uhr? Hab ich? Ah ja, ich kann mich dunkel erinnern. Hab einfach eiskalt überzogen. Alles klar. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, war's das für heute mit Let's Play Super Remo World Return to Hack. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das versunkene Geisterschiff. Gibt's da auch so eine nette Aufplop-Animation wie im Original? Fand ich ja damals mega gruselig, muss ich sagen. Wahrscheinlich schon, ne? So das ein oder andere scheint die Person ja hier zu übernehmen. Es heißt ja auch Super Remo World, also dieses Super und World deutet ja auch schon darauf hin, dass man sich da von dem Original etwas hat inspirieren lassen. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wie man... Ja, ne, das... So architekturmäßig und so weiter, das ist ein bisschen... Hat doch wirklich was vom Original, aber hier waren wir ja schon, ne, ja. Wollte gerade so rüber gucken und klugscheißen, aber nee, wir haben das ja schon alles gesehen. Ja, hier vor allem auch diese Abteilung hier. Naja, kann man ja mal machen. Muss ja nicht alles 1:1 gleich sein. Das Ding ist ja, es wurde ja auch am Anfang storytechnisch versucht man ja tatsächlich auch das so ein bisschen nachzubilden. Schließlich haben wir ja hier mit ihr einen Fremdkörper, der in dieses Universum eingetaucht ist und ja, vielleicht soll das ja wirklich derselbe Ort sein aus Super Mario World, nur vielleicht 10 Jahre früher oder später. Kann ja sein, ja. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. See ya.